Wintersportsaison 2020 ist jetzt für mich abgeschlossen. Es sind soweit alle Rennen gefahren und ich möchte jetzt einmal mit euch zurück auf meine Saison blicken, auf das Rennwochenende am Lausitzring, ins Rennen 5 Training, weil das schon relativ ereignisreich war. Und zwar war das so gewesen, an dem Rennwochenende gab es ein Training, was über eine Dreiviertelstunde ging, um einmal die Strecke so ein bisschen kennenzulernen. Lausitzring war für mich komplett neu gewesen, bin dort bisher noch kein einziges Rennen gefahren. Es war recht frisch gewesen, aber trocken. Optimale Bedingungen. Jetzt sehen wir hier einmal, wie ich in die erste Kurve einbiege. Vor mir ein anderer Chevy. So, fahre jetzt hier über die Curbs. Da müsst ihr mal drauf achten, da im Kombi-Instrument, wie dann auf einmal die ganzen Zeiger wild hin und her springen. Ja, da hatte ich dann auf jeden Fall technische Probleme gehabt. Ja, dann gehen die ganzen Lampen alle noch an. Da fand das Training ein jähes Ende. Ja, jetzt habe ich jetzt nochmal versucht, auf die Strecke zu fahren. Aber ich habe gemerkt, dass er kein Gas annimmt und ja, die Jungs, die Streckenmarschalls, die haben einen super Job geleistet, haben mich recht zügig wieder zurückgeschleppt ins Fahrerlager. Und ja, nach einem Reset, nach einem Neustart, ja, ging es dann wieder los. Dann sollte ich das nochmal ausprobieren. Sollte die Curbs meiden, aber ja. Hier bin ich dann wieder drüber gekommen, wieder derselbe Fehler. Also ich konnte im Training einfach nicht viel Erfahrung sammeln, bin da 6 Runden gefahren und habe mich natürlich auch entsprechend geärgert darüber, dass immer und immer wieder derselbe Fehler auftauchte. Ja, das wollte ich einmal euch vorher zeigen. Also wie gesagt, 6 Runden hatte ich im Training Erfahrung sammeln können, das war's. In einer Dreiviertelstunde, das ist natürlich nicht so viel. Und dann ging es dann ja wenig später schon direkt ins Qualifying. 20 Minuten Zeit dort eine schnelle Runde zu fahren, um sich dann für das Rennen dann natürlich auch optimal zu ja, positionieren. Jetzt erstmal hier so ein bisschen Schlangenlinien fahren, Reifen aufwärmen, so das Übliche. Und da geht es auch schon in die schnelle Runde. Das war meine schnellste Runde gewesen beim ersten Qualifying des Tages. Das Qualifying zum 5. Rennen. Treffe ich schon mal den Bremspunkt und den Scheitelpunkt ganz gut in die erste Kurve. Das Auto liegt auch gut. Ich muss dazu sagen, dass ich dann ein Ersatzfahrzeug bekommen habe. Ja, da muss ich mich nochmal an ein neues Auto gewöhnen. Das heißt, neu ist dasselbe Modell. Aber hundertprozentig gleich fahren sich die Autos natürlich nicht. Das lässt sich auch gar nicht realisieren. So, da hinten die drei, die haben mich jetzt auch nicht weiter gestört. Die haben sich gegenseitig so ein bisschen Windschatten gegeben, sich ein bisschen gezogen. Der Lambo, der da vorbei schießt. Das ist einfach brachial. Also wenn der an einem vorbeifliegt, dann hört man gleich mal den eigenen Motor. Die ganzen Krach, den hört man gar nicht mehr. Man hört nur den Lamborghini. Und dann biegen wir hier auch schon mal in die letzten Kurven ein. Recht saubere Runde hier erwischt. Da war ich auch ganz zufrieden mit. Da sind dann Teile geflogen, da hatte dann ein Konkurrent irgendwie ein Außenspiegel verloren. Ich habe das jetzt aber auch nicht mehr weiter mitbekommen, was da passiert war.
habe hier noch ein bisschen Windschatten. Gute Runde gewesen. War ich auch ganz zufrieden mit. Das war das maximal Mögliche gewesen. Hätte ich jetzt im Training vielleicht die ein oder andere Runde mehr fahren können, wäre vielleicht auch mehr drin gewesen. Und ja, Sven Großmann, Pole Position geholt mit 1:51.544. Sandro Ritz relativ deutlich dahinter mit ja, schon fast einer Sekunde, also 0,857 und ich schon auf Platz 3. Ganz knapp hinter Sandro Ritz. Dahinter dann Hillebracht 1,071. Ja, und dahinter lockerte das dann wieder so ein bisschen auf, das Übliche halt eben. Ich sag mal immer, die ersten 4 bis 5 lagen die Saison eigentlich immer recht knapp beieinander. Da sprechen wir dann immer so von 1,5 Sekunden vom ersten zum fünften und dahinter wurde das dann halt eben so ein bisschen luftiger. Der Abstand wurde größer und ja, von Platz 3 ins Rennen zu starten, war wie gesagt eine ganz gute Ausgangsposition. Und beim nächsten Video, ja, da sprechen wir dann einmal über das Rennen und das hat es auf jeden Fall in sich gehabt. Schaut rein, wenn ihr sehen wollt, was passiert ist und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr keine Videos verpassen wollt und ja, ich würde mich dann freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.